Hey, hier ist der Tobi von Gorilla. Der nächste Trick, den ich euch zeige, ist das Twirling. Damit das Twirling gut funktioniert, muss die Scheibe eine gewisse Geschwindigkeit haben, sonst fällt sie gerne mal vom Finger runter. Nehmt entweder den Zeigefinger oder den Mittelfinger in den Rand und haltet die Frisbee mit der anderen Hand fest. Und dann, der erste Moment ist eigentlich der schwierigste, wenn ihr Schwung geben müsst, um sie dann um den Finger kreisen zu lassen. Ich habe jetzt hier den Mittelfinger, jetzt kann ich auf den Zeigefinger auch wechseln währenddessen. Und je schneller sie ist, desto gerader wird sie auch. Aber eigentlich kann man sie auch, wenn sie flach ist, relativ langsam twirlen. Eigentlich kann jeder relativ schnell das Twirling lernen, wenn man nur den Einstieg beherzt und schnell genug macht. Also man muss schon am Anfang ein bisschen Schwung haben und man merkt dann, dass sich der Druck aufbaut zwischen Finger und Scheibe, damit sie nicht runterfällt. Also ein bisschen Schwung am Anfang nehmen und wirklich so aus dem Handgelenk und aus dem Finger ein bisschen Gas geben immer. Natürlich könnt ihr das auch in beide Richtungen machen, also so rum oder andersrum und mit beiden Händen. Das ist jetzt meine linke Hand. Und wenn es euch sehr schwer fällt, den Druck aufzubauen zwischen Hand und Frisbee, könnt ihr es mal versuchen am Boden zu machen. Wenn man die Scheibe auf den Boden legt, und zwar andersrum, dann kann man auch ganz langsam anfangen und mal so langsame Kreise machen und dann immer schneller werden. Und dann merkt man schon, dass die Scheibe gegen die Hand gedrückt wird. Und wenn man sehr schnell ist, kann man sogar abheben vom Boden. Das ist nicht besonders leicht, aber eben mit viel Geschwindigkeit bleibt sie trotzdem haften. Ihr könnt auch mal versuchen, anstatt so einen flachen Twirl zu machen, den aufrecht zu machen. Lasst die Scheibe einfach auf den Finger runterhängen, entweder auf den Mittelfinger oder auf den Zeigefinger. Und schubst sie dann so an, dass sie auf euch zu twirlt. Wenn ihr sie nicht ganz aufrecht habt, sondern so ein bisschen schräg, ist es leichter, weil sie dann nicht so leicht vom Finger runterrutschen kann. Aber wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr auch wirklich ganz gerade sein. Und aus diesem steilen Twirl könnt ihr auch einen Wurf machen. Wenn ihr zur richtigen Zeit loslasst, dann fliegt die Scheibe nach oben und ihr könnt sie dann wieder fangen. Ihr könnt natürlich auch aus einem flachen Twirl einen Wurf machen, der dann zu einem Partner geht. Ich werfe mal zu der Wand rüber. So viel zum Twirling. Ihr seht schon, ist gar nicht so schwer. Nehmt euch einfach eine Scheibe und legt los.